Meine Damen und Herren, wie ist die aktuelle Infektionslage bei uns im Kreis Offenbach? Heute am 18. August liegt die Inzidenz nach RKI bei 57,3. Doch das betrachtet nicht das allgemeine diffuse Infektionsgeschehen. Wir haben einen Hotspot bei uns im Kreis Offenbach, den müssen wir herausrechnen. Und dann kommen wir auf eine Inzidenz von 45,3. Die Zahl zeigt aber deutlich, dass das Virus nach wie vor aktiv ist und leider die Entspannung, die wir vor den Sommerferien erleben konnten, ist so nicht mehr gegeben, sondern wir sehen, die Infektionszahlen steigen wieder bei uns im Kreis Offenbach. Deswegen an dieser Stelle mein dringender Appell, die AHA-Regeln nach wie vor zu beherzigen und insbesondere, wer noch nicht geimpft ist, sich einen Ruck zu geben und die Möglichkeiten zum Impfen zu nutzen. Hierzu versuchen wir, den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten und gehen mit den mobilen Impfteams in die Städte und Gemeinden. So sind wir heute in Oberroden in der Turnhalle Kapellenstraße, morgen auf dem Lidl-Parkplatz in Dreieich-Sprendlingen und am Sonntag in Rottgau. Die Termine blenden wir Ihnen jetzt anschließend nochmal ein. Und natürlich ist unser Impfzentrum nach wie vor geöffnet. Sie können dort ohne Termin einfach zum Impfen kommen. Bitte nehmen Sie die Möglichkeiten wahr. Meine Damen und Herren, gestern hat die Landesregierung das neue Eskalationskonzept verkündet. Und da wird deutlich, dass der Schwerpunkt auf der sogenannten 3G-Regel liegt. Also geimpft, genesen oder getestet. Wer zukünftig Gastronomie besuchen möchte oder kulturelle Veranstaltungen, muss entweder aktuellen Test vorlegen, genesenen Nachweis haben oder geimpft sein. Und ich glaube, da wird deutlich, dass wer geimpft ist, zukünftig leichter lebt. Er schützt mit der Impfung nicht nur sich und andere, sondern das ganze Leben wird einfacher, wenn man geimpft ist. Deshalb diejenigen, die den Weg noch nicht in ein Impfzentrum gefunden haben, geben Sie sich einen Ruck und lassen Sie sich impfen. In diesem Sinne, alles Gute und bleiben Sie gesund.